Danke für die Einladung und danke, dass ich auch so clear and straight über Racial Profiling reden darf. Ich bin, wie sie auch gesagt hat, Bipla Basu. Ich arbeite für die Opferberatungsstelle, also Beratungsstelle für Opfer rassistischer Rechte und antisemitischer Gewalt, heißt Reach Out. Und bin ich engagiert in diesem in dem Projekt COP, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, die wir 2002 gegründet haben. Reach Out existiert seit 2001. So, jetzt glaube ich, habe ich schon einiges über mich erzählt. Mehr brauche ich nicht und komme direkt zum Thema. Racial Profiling ist sowohl ein Thema als auch ein Problem. Und warum sage ich das? Weil ich versuche jedes Mal, ich habe öfters Einladungen und spreche über das Racial Profiling und denke jedes Mal, wie fange ich dann an? Und versuche ich jedes Mal ein neuer Anfang. Und das ist ein Thema und ein Problem. Ein Thema für diejenigen, die sich mit dem Phänomen beschäftigen wollen und verstehen wollen, was das ist und auch versuchen, das Thema vielleicht in einem größeren Kontext Rassismus in der Gesellschaft, also institutionelle und strukturellen Rassismus in der Gesellschaft zu platzieren. Und Problem ist das für diejenigen, die davon direkt betroffen sind. Alle anderen sind ja nicht direkt betroffen, daher es ist es kein direktes Problem für sie. Und daher müssen sie auch sozusagen das eher kognitiv verstehen und begreifen, was passiert, also warum werden die Menschen so geprofilt und kontrolliert einerseits, auf der anderen Seite, was passiert mit Menschen, die davon betroffen sind. Ja, und was das ist eigentlich, denke ich mittlerweile in Berlin besonders durch die Arbeit der COP und andere Organisationen ist es mittlerweile ein bisschen bekannter geworden, Racial Profiling, was so vor 10 Jahren gar kein Thema war und sehr wenige Leute wussten davon, aber jetzt mittlerweile wissen viele. Trotzdem möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Es gibt verschiedene Definitionen von sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, wo der Begriff zuallererst erschien, gibt es unterschiedliche Begriffe. Ich will jetzt nicht viel über diese Definitionen gehen, aber ich versuche ein bisschen auch plastischer darzustellen mit ein, zwei Beispielen, aber ich kann nur sagen, für mich Racial Profiling ist eine polizeiliche Maßnahme, polizeiliche Kontrollmaßnahme. Das heißt, Polizei kontrolliert Menschen, weil sie, so sagen sie, vermuten, dass eine Straftat vielleicht stattfindet oder stattfinden kann. Aber warum ist das Racial Profiling? Weil diese Profiling ist als solche ist schon eine ziemlich merkwürdige polizeiliche Methode. Und Racial Profiling ist noch viel merkwürdiger, weil das aufgrund von einer Vorstellung von Rasse, Ethnie, Religion, also das heißt hauptsächlich von Aussehen von der Polizeibeamten, werden Menschen kontrolliert.
Das heißt, Menschen werden angehalten, gefragt nach Ausweis und dann entsprechend werden sie dann entweder festgenommen oder freigelassen, also gehen lassen. Und das ist nur die Oberfläche von Racial Profiling. Aber eigentliche Ziel von Racial Profiling, warum das gemacht wird, neben das, was die Polizei und die Regierungen die von der staatlichen Seite kommt, ist nicht, also von deren Seite kommt, dass man Kriminalität bekämpfen will und deswegen Straftat bekämpfen will und deswegen benutzen sie diese Methode. Aber dahinter steckt eigentlich ganz klar das Ziel in der Gesellschaft, also in dieser rassistischen Gesellschaft, weiterhin das rassistische Bild zu verstärken. Und deswegen sage ich, Racial Profiling ist eigentlich Straftat mit einer Farbe zu verbinden, also Farbe im weiteren Sinne. Das heißt, es wird Menschen kontrolliert in der Öffentlichkeit und das wird dann wahrgenommen von allen anderen, die drumherum stehen oder die das beobachten, wahrgenommen als eine polizeiliche Maßnahme. Und gegenüber, also polizeiliches Gegenüber, ist ein Mensch, der anders ist. Anders heißt anders aussieht, anders vielleicht vermuten die Menschen, dass es andere Religion hat oder was auch immer. Aber dass der Kontrollierte ist nicht, gehört nicht zu uns. So, dieses Bild wird durch Racial Profiling vermittelt und das verstärkt und auch befestigt die rassistische Einstellung in der Gesellschaft und auch die verschiedene rassistisch legitimierte Gesetzgebungen wird dann dadurch verstärkt. Und gleichzeitig wird auch durch Racial Profiling natürlich eine Spaltung in der Gesellschaft erzeugt. Spaltung in dem Sinne, dass die Menschen, die geprofilt werden, die Menschen, die in dieser Weise von der Polizei also in der Öffentlichkeit angehalten werden, die bekommen gleich in dem Moment ein Signal gesendet, nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Mehrheit der Bevölkerung, hier spricht weiße Bevölkerung, dass sie sagen, aha, das ist einer, der vielleicht ein potenzieller Straftäter ist, deswegen können sie gar nicht solidarisch erklären diesen Menschen gegenüber. Das ist ein Signal. Und zweites Signal ist auch an die Kontrollierten. Und dieses Signal ist, du sollst wissen, dass du nicht zu dieser Gesellschaft gehörst und wir beobachten dich immer. Auch wenn du in diesem Moment deine Papiere zeigen kannst und ich dich nicht festnehmen kann, musst du immer wissen, dass du jederzeit von uns festgenommen werden kannst, beziehungsweise jederzeit auch bloßgestellt werden kannst. Diese zwei Signale sind die wichtigsten Elemente von Racial Profiling, neben all diesen anderen Sachen, dass der Mensch dann in dem Moment vielleicht seinen Ausweis nicht dabei hat. Sehr oft ist doch der Fall, dass die Menschen nicht unbedingt immer alle Dokumente mit sich tragen. Und dann werden die Menschen festgenommen, mitgenommen, dann in der Wache ein paar Stunden festgehalten, bis die Sache geklärt ist und so weiter und so fort. Obwohl all diese Sachen sind auch nicht unbedingt immer notwendig,
weil die Polizei in Berlin zum Beispiel auch ein System hat, nennt man POLIC. Und durch POLIC eigentlich können die Polizeibeamten alle diese Informationen an Ort und Stelle sofort bekommen von einem Menschen, ob der Mensch das, was der Mensch sagt, zu seiner eigenen Identität auch stimmt oder nicht, das kann man sofort herausfinden. Und das ist sozusagen erstmal vielleicht ein Bild von Racial Profiling. Und jetzt möchte ich zwei Beispiele geben. Vor ein paar Tagen hat die Tochter eines Bekannten hat mir ein Mail geschrieben, dass sie vor ein paar Monaten, sie lebt im Ausland und war hier, eine weiße deutsche junge Frau. Sie war mit ihrer Mutter und ihrem Halbbruder und der Vater von diesem jungen Mann, der beide sind schwarz, das ist der Freund von ihrer Mutter, die waren unterwegs in Süddeutschland. Und die sind im Zug, sind die Polizeibeamten, die saßen alle vier zusammen. Die Polizeibeamten sind gekommen und haben welche zwei haben sie kontrolliert. Und dann hat die junge Frau gefragt, warum machen Sie das? Sie haben doch uns nicht kontrolliert. Dann haben sie gesagt, das lassen wir uns nicht vorschreiben, wen wir kontrollieren wollen oder nicht. Also dann, die waren aber ein bisschen in dem Moment eingeschüchtert, beziehungsweise sie wussten nicht, was sie machen sollen. Und dann sind die weggegangen und dann haben sie sich ein bisschen unterhalten über diese Problematik. Und sie kennt mich seit fast ihrer Geburt und wusste sie auch, dass ich mich damit beschäftige. Dann hat sie auch ein bisschen was erzählt, ihrer Mutter und so. Und dann passierte wieder bei dieser Reise, als sie aus dem Zug ausgestiegen sind, passierte genau das, was wir auch aus Spanien kennen, die Geschichte, dass in Spanien Mann, Frau und Kind, die sind aus dem Zug ausgestiegen. Der Mann und das Kind, beide sind blond und weiß, gingen vorne. Die Mutter lief ein bisschen hinterher, also langsamer. Und die Polizei hat die Mutter gestoppt und kontrolliert. Und so passierte hier auch. Ihre Mutter und sie wurden nicht gefragt, sondern wieder von Bundespolizisten, beide, der Vater und ihr Halbbruder, wurden gefragt. Und das ist Racial Profiling. Und das ist Racial Profiling, deswegen habe ich vorhin gesagt, dieses Signal, dass du könntest jederzeit in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden, dieses Signal haben die bekommen. Und das, was das bedeutet, ist natürlich, natürlich sehr, sehr schwer für Menschen, die nie davon betroffen sind. Aufgrund von, ich rede jetzt nicht, dass die Menschen zur Demo gehen und dort von Polizisten schikaniert werden oder was auch immer, was sie sehr gerne machen, sondern aufgrund der Hautfarbe. Das werden sie nicht. Und deswegen, das, was mit den Menschen passiert, wissen eigentlich wenige Menschen. Also das heißt, auch können nachvollziehen, wenige Menschen können nachvollziehen. Und das ist ein Beispiel für eine ganz oberflächlich sehr harmlose Geschichte, weil das ist nichts mehr passiert. Die haben ihre Ausweise gezeigt und konnten ihre Reise fortsetzen. Aber es ist nicht immer so. Zum Beispiel, ein junger Mann ist zu uns einmal gekommen und der wollte seine Freundin irgendwo nicht allzu weit von Berlin, ich glaube Belzig oder sowas, besuchen, was er jede Woche einmal tut.
ein bis zweimal. Und er ist schwarz und der geht mit einer kleinen Reisetasche und einer Computertasche zum Ostbahnhof und wartet dort. Kommt die Polizei, sagt, haben Sie einen Ausweis? Er meinte, ja, holte seinen Ausweis, zeigte seinen Ausweis, dann sagen sie, tja, dann müssen wir überprüfen. Er meinte aber, mein Zug kommt jetzt, hier ist meine Zugfahrkarte, wenn Sie mich jetzt also sofort meinen Ausweis nicht zurückgeben, kann ich nicht weiterfahren und dann verpasse ich und dann wird es viel spät. Oder er war schon, glaube ich, letzten oder vorletzten Zug wartet er. Und dann haben die Polizisten gesagt, also machen wir nicht. Dann hat er irgendwie ein bisschen lauter gesagt, auseinandergesetzt, protestiert. Und darauf haben die ihn sofort Handschellen angelegt. Und erstmal Handschellen auf dem Boden, dann ist er aufgestanden, dann hat er, dann haben sie ihn auch noch seine, weiß ich nicht warum, seine beiden Füße auch gebunden. Und dann hat er gesagt, dann haben sie gesagt, so jetzt runtergehen zur Polizeiwache. Dann sehen wir mal. Und dann sagte er, aber wie sollen wir runtergehen? Wie soll ich runtergehen? Ich kann doch nicht laufen. Nein, doch, wie ein Pinguin kannst du ja laufen. Und das alles passiert ja in der Öffentlichkeit. Nicht irgendwo in einem geschlossenen Raum, sondern alle Menschen sehen das. Und das ist für mich sozusagen der Kern der Racial Profiling, weil sehr oft haben wir den Eindruck, dass Racial Profiling sehr von vielen als etwas Harmloses verstanden wird. Und das habe ich selbst jetzt auch in diesem Verfahren gemerkt, in Dresden, wo ich selbst auch Polizei verklagt hatte, habe ich gemerkt, im Urteilsspruch hat die Richterin gesagt, dass diese Kontrolle, was ich als schlecht finde oder unrechtmäßig finde, gesetzeswidrig finde, war eigentlich nicht so gravierend. Das ist ja nicht so eine schlechte Sache. Kontrolle, naja, was ist dann dabei? Also ich wurde gefragt, haben Sie einen Ausweis? Ich zeige meinen Ausweis, ist doch vorbei. So, also das heißt, auch in der nicht nur in der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern auch Fachöffentlichkeit, das heißt auch bei einem, kann man annehmen, gebildete Richterin ist auch nichts anders in ihrem Verständnis. Das heißt, Racial Profiling ist harmlos. Und wir sagen immer, Racial Profiling ist nicht nur harmvoll, sondern Racial Profiling ist ziemlich gefährlich. Und Menschen können sehr, sehr schwer verletzt werden, dadurch, dass die Polizeibeamten immer eine Möglichkeit suchen, diese Menschen, die sie racially profilen und auch noch also kontrollieren und dann eine Möglichkeit suchen, diese Menschen auch zu malträtieren und zu, wenn es sein sollte, dann auch schlagen, etc. etc. Und das ist etwas, was wir fast tagtäglich erleben in unserer Beratungsstellen, wo die Menschen kommen und da sind überwiegende Mehrheit kommen, die Männer zu uns. Ich vermute nicht, dass die Frauen nicht kontrolliert werden, sondern vielleicht weniger Frauen kommen zu uns, weil sie vielleicht auch ihr Leben auch organisieren müssen und so weiter und so fort, anders als die Männer oder was auch immer der Grund sein kann.
Aber und das sehen wir auch, dass, wie sehr häufig Männer, die zu uns kommen, die gar nicht 18, 20, 25 sind, sogar 30, 40, 50, 60-jährige Männer kommen und die brechen zusammen, wenn sie zu uns kommen und erzählen über ihre Geschichte. Und wir haben vor ein paar Tagen einen ähnlichen Fall, also im Gerichtssaal beobachten können. Und sie war selber auch dabei, wie ein 55-jähriger Mann, der seine Geschichte erzählt im Gericht und dabei ununterbrochen weint. Er kann gar nicht erzählen, seine Geschichte. So schlimm war das. Dass auch die natürlich Richterin und sonstige überhaupt nicht beachtet hat, diese Geschichte, dass er dort in dieser Weise kontrolliert würde, dass die Polizeibeamten ihn verfolgen tagtäglich, das wurde gar nicht also für die Richterin ein Thema gewesen. Ja, erstmal sage ich bis hierhin und dann vielleicht hat eine oder andere Fragen, dann würde ich die Fragen antworten. Ich danke euch. Ja, ob die Polizisten über ihre eigenen Vorurteile bewusst sind. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, ob sie bewusst sind. Was ich merke sehr häufig, eigentlich nicht nur Polizisten, sondern kaum jemand ist über seine oder ihre eigenen Vorurteile so bewusst. Und also wir alle. Wenn wir bewusst sind, dann machen wir nicht. Dann haben wir diesen Vorurteil vielleicht nicht. Also entsprechend nicht nur Vorurteil, wovon Sie reden, es ist nicht nur Vorurteil, sondern Vorurteil erleben. Also das, was ich im Kopf habe, das in meinem Handeln bekommt einen Ausdruck. Das ist doch, was eigentlich wir beide beklagen oder ablehnen, dass die Menschen in ihren Köpfen Vorurteile haben, das mag sein oder nicht. Das erstmal betrifft uns wenig, ja? Oder beschäftigt uns wenig, dass jemand Vorurteil hat, sondern Vorurteil übersetzt in Aktion ist das, denke ich, das Wichtige. Und die Polizeibeamten werden auch nicht zugeben, sondern ich glaube, die sind überzeugt davon, dass alle, die klauen, sind Roma. Alle, die Taschendiebe, sind Roma. Da können sie erzählen, was sie wollen. Deswegen kommen sie damit, also kommen die Polizisten mit solchen Argumenten wie, naja, wenn wir weißen Deutschen kontrollieren, dann werden sie auch merken, was sie auch selber wissen, dass es nie der Fall sein wird. Aber sagen sie. Und ich denke, das ist auch legitim, wenn die weißen Deutschen auch kontrolliert werden und dagegen protestieren.
warum sie kontrolliert werden, wäre doch auch legitim. Also die Frage ist, warum kontrollieren sie? Und ich bin nicht der Meinung, dass, wenn ich sage, schwarze Menschen oder sichtbare Minderheiten sollten nicht kontrolliert werden, das heißt nicht, die anderen sollen dann auch mitkontrolliert werden, dann werde ich zufrieden. Das ist nicht der Fall, sondern ich bin nicht zufrieden, wenn die weißen Deutschen kontrolliert werden, sondern ich möchte nicht kontrolliert werden. Und wenn weiße Deutsche oder weiße Menschen kontrolliert werden, sollen sie dagegen protestieren, auf die Straße gehen? Ich würde mitgehen mit ihnen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort war auf Ihre Frage. Ja. Du hattest eine Frage? Nee. Ich habe eine Frage. Ja. So, war dann Herr und dann. Okay. Ich habe eine Frage, und zwar: Es gibt da ja schon auch eine juristische Auseinandersetzung sehr stark drum, wo es mal verloren, mal gewonnen. Also da gab es ja sozusagen Auseinandersetzungen vor Gericht. Mich interessiert, warum, also wie Sie es einschätzen, warum von Seiten des Gesetzgebers da so beharrt wird auf dieser Ordnung. Das ist ja schon sozusagen intendiert und es liefert ja auch die entsprechenden Behauptungen kommen ja von oberster Stelle. Und inwieweit beißt sich das nicht mit den sozusagen einigen sozusagen so Ansätzen von, sagen wir nicht antirassistisch, aber auch einer kritischen Aufarbeitung von Rassismus in der Polizei? Da gibt es ja auch solche Strömungen, die sagen, wir müssen eine modernere Polizei, wir müssen mehr COCs in der Polizei haben, sozusagen mehr kommunizieren können. Und das tradiert ja eigentlich ein ganz klassisches Feindbild quasi von Seiten der Polizei. Und wie ist das einzuschätzen? Gibt es da innerhalb der Staatsapparate Auseinandersetzungen drum, wie das verhandelt werden soll? Wie erleben Sie das vielleicht auch? Gibt es da offene Ohren auch? Also wir waren so ein bisschen irritiert, dass die Veranstaltung hier vom Verfassungsschutz auf Twitter retweetet wurde und uns empfohlen wurde, dass also vom Verfassungsschutz das sich hier angeguckt wird. Wozu auch diese Veranstaltung heute angeguckt? Wir wissen nicht, ob da irgendwie jetzt jemand den Verfassungsschutz am Twitter rumspielt. Willkommen. Aber es scheint ja irgendwie eine Auseinandersetzung innerhalb der Staatsapparate zu geben, um die Frage einer Modernisierung der Polizei. Weil so ganz amerikanische Verhältnisse will man ja dann auch nicht. Also inwieweit zeigt sich das in den Auseinandersetzungen, die Sie da sozusagen in der Praxis haben? Gibt es da Anknüpfungspunkte? Das würde mich interessieren. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, weil ich nicht weiß, aber was ich sehe ist, von staatlicher Seite wird deswegen Racial Profiling nicht anerkannt als ein Thema Problem, weil wenn sie das anerkennen würden, dann müssen sie eigentlich die strukturelle und institutionellen Rassismus, also diese, anerkennen. Wenn sie das anerkennen, dann heißt das, die deutsche Gesellschaft ist strukturell rassistisch. Aber das wollen wir doch nicht alle sagen, sondern hier gibt es ja Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit und etc. Manche sind sehr gebildet, dann sagen sie, Xenophobie gibt es, aber sonst ist es Ausländerfeindlichkeit. Ne? Und das meine ich, das ist der Grund, warum die staatliche Seite das nicht anerkennen würden. Im Gegensatz zu USA. In den USA ist es, staatliche Seite ist vorgekommen, nach sehr vielen Jahren natürlich, das muss man auch sehen, es ist nicht in den USA sofort die staatliche Seite sofort gekommen und gesagt, nö, hier Racial Profiling, sondern Racial Profiling ist, erst kann man sagen, mit Bill Clinton ist das als ein Thema von also höchster Stelle thematisiert wurde. Das ist 90er. Und dass die Menschen in dieser Weise kriminalisiert werden, ist in den USA eine Geschichte von über 200 Jahren. Also daher hat auch lange gedauert. Und hier sehen Sie, dass die deutsche Regierung doch nicht mal die Geschichte in Afrika, die deutsche Mordgeschichte in Afrika überhaupt thematisiert.
also geschweige denn Reparation und so weiter, die erkennt gar nicht an. Und daher denke ich, werden sie so nicht anerkennen als Racial Profiling. Aber in den USA, die Gerichte haben auch nicht anerkannt, Racial Profiling. Die größte Racial Profiling-Geschichte in den USA, also Massen-Racial Profiling-Geschichte, ist ja sogenannte Internment of the Japanese. So diese, die Japaner wurden doch, vielleicht wissen Sie ja alle, die Japaner wurden im Zweiten Weltkrieg in den USA als potenzielle Feinde gesehen, weil Japan im Krieg war gegen die USA ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da wurde ein, wie nennt man das, Internierungslager oder Konzentrationslager oder was auch immer, was Sie sagen, wurde eingerichtet und alle Japaner, Japanerinnen wurden dorthin transportiert, wo sie auch immer in den USA gelebt haben. Also Hunderte, Tausende von Kilometern mussten sie transportiert werden. Sie müssen ihre Häuser verlassen, sie müssen ihr Beruf verlassen, aber alles. Und sogar ihre Familie verlassen. Das heißt, viele Japaner waren auch verheiratet, verlobt etc. mit Nicht-Japanern, Weißen und so weiter und so fort. Und die wurden alle, die mussten alle ihre, also alles verlassen. So. Und da, diese Geschichte war durch die US-Gerichte ununterbrochen thematisiert wurde. Jetzt vor kurzem, ich weiß jetzt nicht mehr, vor vier Jahren wurde vom obersten US-Gericht das anerkannt als eine gesetzeswidrige Maßnahme. Das können Sie sich jetzt vorstellen, passierte 1941 und jetzt erst 2010 oder 11, ich weiß nicht, wie das heißt, Korematsu oder sowas heißt das, nennt man dieser Streit. Ein Mann hat US-Regierung verklagt und so weiter. Und auf Rehabilitation, und Reparation verlangt und so weiter. Und ich denke, das ist der Grund, warum die Bundesregierung nicht anerkennen wird, so ohne weiteres. Und die Gerichte, so wie ich sehe, ich weiß nicht, er hat von Urteilen gesprochen, es gab kein Urteil, was so richtig anerkannt hat, diese Maßnahme als Racial Profiling hat kein Gericht nicht anerkannt, sondern nur ein Gericht hat einen Beschluss gefasst, ein Oberverwaltungsgericht, dass diese Maßnahme, was die Polizeibeamten dort mit dem jungen Mann getan haben, war ein verfassungswidriger Akt war. Nur das. Aber es ist als Racial Profiling noch nicht anerkannt worden. Ja, ich hatte Frage wegen, gedacht, hat sich das geändert, dass die Leute, die kontrolliert werden, hat es sich geändert, Ihrer Meinung nach, die Leute, die kontrolliert werden, dass sie es nicht mehr hinnehmen? Weil ich erinnere mich an meine Kindheit, dass meine Eltern eher wollten, dass wir nicht so auffallen. Also nicht immer, aber auch. Und ich habe mich gefragt, ob sich das jetzt geändert hat, im Vergleich vor 20 Jahren oder so. Nein, für mich kann ich sagen, das hat sich nicht grundlegend geändert. Auch die Kinder, die vor 20 Jahren von ihren Eltern gesagt wurden, lass das und sei ruhig und benimm dich, und dann werden wir bestimmt nicht kriminalisiert, die gehofft haben. Die wussten auch, dass sie, dass es nicht ändern wird, aber sie wollten ihren Kindern das ersparen. Und ich glaube, diese Kinder, die heute wieder Eltern geworden sind,
agieren ungefähr genauso wie die Eltern, deren Eltern, weil sie diese, was sie, weil sie auch sehr häufig vermuten, dass sie in einer Weise in der Öffentlichkeit vor ihren Kindern etwas erleben, was sie ihren Kindern ersparen wollen. Also sie oder ich, also wir als Väter, Mutter werden wir doch nicht so gerne wollen, dass ich in Handschellen abgeführt wird von vor meiner Tochter, kleine Tochter oder kleinen Sohn. Deswegen würde ich auch vielleicht, sage ich, sagen, okay, benimm dich, sei ruhig, musst du nicht jetzt was sagen, ich mach das. Also dann, wie ich sehr häufig sehe, die Menschen versuchen sehr freundlich Polizei gegenüber aufzutreten und manchmal sogar ein bisschen zu viel reden, um auch in der Öffentlichkeit einen Eindruck zu erwecken, dass sie gar nichts Falsches gemacht haben. Es war nur eine Verwechslung oder was auch immer. Das glaube ich, ja. Nicht, dass die extreme Sachen wie mit Handschellen abführen, das ist schon eine extremere Situation, aber so harmlose Sprüche zum Beispiel. Ja. Das kann die Kinder vielleicht vertragen, aber ist ja auch nicht schön. Genau, das meine ich. Und deswegen glaube ich, grundsätzlich werden die das nicht machen. Aber was ich heute auch sehe, als viel mehr als vor 10 Jahren, dass viel mehr Menschen auch zu uns kommen und sagen davon, erzählen davon, auch wenn wir eigentlich bis jetzt keine so großartige positive Geschichte liefern konnten. Also wir haben tatsächlich vielleicht ein oder zwei positive, sonst alles negativ. Auch wenn sie vom Gericht gehen, verlieren sie, sie werden verklagt, sie werden angezeigt, sie werden verurteilt und so weiter und so fort. Aber viele Menschen sind bewusster geworden, dass es so ist, passiert das und dass es keine Verwechslung ist, dass die Polizei absichtlich das macht. Polizei macht das nur, um zu schikanieren und nur, um zu kriminalisieren. Es gibt keinen anderen Grund. Das weiß jeder Polizist. Und wenn er sagt, nee, ich weiß nicht, ich mache das nicht, dann sage ich, das ist eine Lüge. Die lügen da soweit. Und also in diesem Bereich gibt es keine gute Polizei und schlechte Polizei, sondern alle sind schlecht, wenn sie das machen. Ja. Dann würde ich anschließend eine andere Frage stellen. Die Dame hier hat ja gefragt, wir machen hier dann alles falsch, ob wir Leute offen fragen. Dem schlechten Gewissen der Polizei, dass sie selbst dann überfordert ist? Ja, kann sein. Es ist schon möglich, dass die Polizeibeamten überfordert sind. Aber dann sage ich, dann sollen sie einen anderen Job suchen. Ich meine, wir können doch nicht überforderte Ärzte und Krankenschwestern jetzt so umgehen und sagen, naja, 2 Leute sind umgekommen. Die waren überfordert. Ich höre immer, das sagen sie, das ist nicht... ich meine, das ist so ein Argument, sehr häufig Polizeibeamten oder die Polizeiführung redet davon. Ja, oder auch die Politiker, habe ich sehr häufig gehört, die sagen, die sind überfordert und das sollte man anders machen und so. Dann sage ich, wir sind in einer urbanen Gesellschaft alle überfordert, von alles. Es gibt, also alle Menschen sind überfordert. Sehen Sie bestimmt auf der Straße, ob Sie Fahrrad fahren oder Auto fahren, alle sind überfordert. Ja. Sofort ist 180 Grad und sofort fangen sie an, gegenseitig zu schlagen und so weiter. Also daher, Polizeibeamten sind nicht besonders jetzt. Und da denke ich, wenn sie überfordert sind, dann eigentlich ist es eine Gefahr für die Gesellschaft. Dann müssen sie sofort entfernt werden. Ihr Vorgesetzte müssen sofort wissen, diese Menschen sind in Gefahr. Und das ist doch, Sie sehen doch, dass in verschiedenen Ländern auch, dass die Polizeibeamten dann Menschen erschießen. Ist doch so gefährlich. Also, wenn Polizei bzw. Politiker damit kommen, dass sie
Polizei überfordert ist, dann sage ich, erste Aufgabe ist, diese Menschen sofort zu entfernen und vielleicht ein bisschen gelassene Menschen als Polizisten einstellen. Ja. Ich verstehe das auch und ich höre das auch sehr häufig, dass sie sagen, überfordert. Ja, mag sein, dass sie überfordert sind. Ich glaube auch, dass sie überfordert sind mit so Uniform tragen und dann so viel Macht in der Gesellschaft zeigen, die sie gar nicht besitzen und trotzdem müssen sie immer ja, so tun. Und das überfordert sie immer, ja. Aber überfordern tun sie. Ich meine, auch wenn ich habe selbst manchmal Polizeibeamten erlebt, die so relaxed aussehen. Zum Beispiel einmal war ich hier auf der Warschauer Brücke. Der Warschauer Brücke, da, wenn man von der U-Bahn rauskommt, da sind ja nicht nur diese Warschauer Brücke, sondern es gibt ja eine U-Bahn-Brücke, die zu irgendwann mal zur Warschauer Brücke führt. Und ich hatte ein Fahrrad, ich bin auf diesem Weg, dann, weil draußen war viel Menschen und ich dachte, eine Weile habe ich ein bisschen weniger. Und dann vor mir war eine junge Frau, sie stieg auf dem Fahrrad und ich auch. Und da waren zwei Polizeibeamten. Ganz relaxed, dieser Gelände, da haben sie angelehnt, miteinander unterhalten. Und die junge Frau fuhr vorbei und bei mir sofort, Entschuldigung, runter. Da bin ich runtergestiegen und dann zu dem gegangen. Ich habe gesagt, was haben Sie gemeint? Meinte, ja, Sie wissen doch, hier dürfen Sie kein Fahrrad fahren. Ich habe gesagt, ja, aber Sie haben doch eine junge Frau vor mir auch fahren lassen. Und dann warum haben Sie dann mir nicht erlaubt oder warum haben Sie mich gestoppt? Er meinte, welche junge Frau? Wo ist er? Wo? Und gucken Sie, also machen ein bisschen lustig. Dann habe ich gesagt, eigentlich mussten Sie doch die Frau sofort sehen, weil sie weiß ist und ich bin ja schwarz. Eigentlich müssen Sie mich doch gar nicht so sofort sehen können, oder? Da meinte er, nö, also schwarz oder weiß, das weiß ich, nö, ich mach das nicht. Dann habe ich gesagt, aber hat nicht Ihr Vorgesetzter gesagt, dass Sie eigentlich mit Kunden, also mit uns, also irgendwie anders umgehen? Er wollte mit mir nicht unterhalten über diese Sache, nicht reden. Dann habe ich gesagt, warum wollen Sie nicht reden? Ihr Chef sagt doch immer reden. Ja, reden. Ich will reden mit Ihnen. Dass Sie jetzt aufgrund des Rassismus mich gestoppt haben und diese Frau gehen lassen haben. Das ist eine weiße Frau und das übersehen Sie, aber bei dem schwarzen Mann machen Sie das. Sie waren total relaxed und trotzdem haben Sie gemacht. Warum haben Sie gemacht? Weil Sie in dem Moment dachten, machen wir das. Und das ist nicht einmal, sondern mehrmals passiert. Und ich bin ein älterer Mensch und ich bin immer sehr gut angezogen, also gut meine ich das, was man als gut angezogen meint, bin ich sehr gut angezogen. Ich bin nicht in dieser Weise auffällig für die Polizeibeamten und trotzdem machen sie mit mir und ich kann mir gut vorstellen, dass die mit Jugendlichen, die Araber sind und die Jugendlichen mit Türkisch sind oder was weiß ich, Roma sind, 100-mal mehr machen. Ja. Ich habe zwei Fragen. Ja. Die erste Frage geht ein bisschen in die Richtung der ersten Frage und der Frage von Henning, nämlich Berufsausbildung. Also, was lernen Leute in der Polizeischule? Was steht in deren Büchern? Was ist die Einstellungsvoraussetzung? Gibt es da irgendeine Form von Wissen? Wo lernen Leute das? Weil tatsächlich ist das immer ein individuelles Verhalten, keine Frage. Aber es hat ja auch eine strukturelle oder institutionelle Dimension, wie eine Ermittlungsgruppe gebildet wird, welchen Namen diese Gruppe bekommt. Ist ja
jetzt kein Zufall oder so. Mhm. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen Bundespolizei und Landespolizei? Und gibt es zwischen den Bundesländern Unterschiede? Oder ist das ein gesamtbundesrepublikanisches Problem? Ja, also erste Frage, polizeiliche Ausbildung, dazu kann ich kaum sagen, weil ich weiß nicht, welche Ausbildung. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit zwei Bücher gelesen von der Polizei Verlag. Wie heißt das? VV Verlag oder WV Verlag oder irgend sowas, ein Verlag, was sehr viele Polizeibücher veröffentlicht. Da habe ich gelesen und da sind auch Studien so darüber wurde geschrieben. Das, was Sie sagen, ist, dass es ein Vorurteil. Die reden von Vorurteilen der Polizeibeamten und Beamtinnen. Und das Ganze basiert ja auf dieser Grundlage von Fremdenfeindlichkeit und etc. und keine Analyse oder Anerkennung von Rassismus. Und das ist ja das Hauptproblem. Solange Sie nicht strukturell und institutioneller Rassismus anerkennen, solange bleibt das auf dieser Ebene. Und dann deswegen machen Sie auch solche Schulungen bzw. Angebote für die Polizeibeamten, wie heute sehr häufig, also heutzutage, interkulturelle Kommunikation, ja, und Diversitätstraining. Und ich denke, und dann sagen Sie, die Polizei muss bunt werden, die Polizei muss, die Struktur muss ein bisschen ändern, also Personalstruktur muss ein bisschen ändern, müssen mehr Ausländer reinkommen oder was auch immer. Ja? Ich denke, das ist alles richtig. Sollen Sie auch machen, interkulturelle Kommunikation muss man auch lernen, muss man auch, ja, es ist wichtig. Und auch Diversität muss man lernen, dass die Gesellschaft divers geworden ist. Alles ist richtig. Nur, das ist ein falscher Signal, wenn Sie sagen, dadurch kann man Rassismus bekämpfen, dann eigentlich in den Universitäten, wo es solche Fach gibt, interkulturelle Kommunikation, alle Studentinnen und Studenten müssen vollkommen rassismusfrei sein. Ja? Ich meine, das ist so absurd. Das wissen Sie ja auch. Und trotzdem versuchen Sie immer zu sagen, das ist das Problem, weil Sie das Hauptproblem gar nicht benennen wollen. Das ist dieser Rassismus als strukturelles Thema. Und auch wir sehen in der Gesellschaft, dass sehr viele Menschen, die auch eigentlich bewusst sind, agieren auch antirassistisch sehr häufig. Auch die sind nicht, die denken so wenig darüber nach. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben alle, vielleicht nicht hier, sind sehr viele, die 90 so jung waren, so klein waren, dass sie vielleicht nicht mitgekriegt haben, aber von ihren Eltern haben sie bestimmt mitgekriegt, dass die Mauer ist kaum gefallen und die, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ganze West-Berlin, Westdeutschland rannten nach Osten oder überrannten Osten und kauften hier ein Grundstück, da ein Garten und da ein etwas. Und nicht nur Sie, sondern auch viele Ausländer haben gedacht, aha, also natürlich nicht in dem Maße, aber weniger, aber immerhin einige haben gedacht, oh ja, wir können kaufen. Dann kauften die auch. Grundstücke hier, Schrebergarten da, ein kleines Dacia oder was auch immer kauften sie. Und dann überwiegende Mehrheit der nicht-weiße Deutsche haben gleich ihre Grundstück dann verkaufen müssen, weil sie das nicht ausgehalten haben, was auch immer. Und dann immer wieder hört man, dass die Menschen so Grundstücke kaufen, weiße Nachbarn, Freunde haben. Die das kaufen, dort kaufen,
Grundstücke, sind keine Rassisten und sind auch nicht, kaufen nicht deswegen Grundstück oder einen Garten, weil sie dadurch ihr Rassismus zum Ausdruck bringen, sondern die kaufen, weil es angeboten wird. Aber denken Sie einmal darüber nach, dass Sie, dass die, deren Nachbarn Ismet oder Mohammed nicht kaufen können, dass sie auch trotz vorhandenes Geld können sie nicht kaufen. Also es ist nicht, weil sie bewusst gewollt verhindern, dass Ismet und Mohammed kaufen können, aber sie sind Teil dieser Struktur, dass sie Rassismus dann immer wieder produzieren und reproduzieren. Und darüber denken sie auch wenig nach. Und ich denke, wenn wir nicht auch mal anfangen, von dieser phänomenellen Ebene, dieser oberflächlichen Ebene ein bisschen runterzugehen und die Gesellschaft in dieser Weise dann sozusagen nicht nur analysieren und anzugreifen, dann werden wir nicht irgendwie schaffen, durch Bewusstseinsarbeit, und das ist bei der Polizei auch nicht anders, zu ändern. Ja. Die zweite Frage. Ja, ja. Nein, ich glaube nicht. Bundespolizei und Landespolizei überhaupt nicht. Nur in bestimmten Bundesländern, glaube ich, Bayern oder so, oder Baden-Württemberg vielleicht, weiß ich nicht genau, aber ich habe öfters von Leuten, höre ich, dass sie dort genauso in der gleichen Weise misshandelt werden. Was der Unterschied ist, ist Berlin, sage ich immer, ich bin sehr glücklich, dass ich in Berlin lebe, weil in Berlin gibt es so viele Strukturen, die, also Proteststrukturen, so viele Widerstandsstrukturen, dass es im Gegensatz zu anderen Bundesländern hier haben wir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht leichter. Das sehen wir auch in unserer Arbeit von Reach Out, dass wir begleiten Menschen zur Polizei. Wenn sie zur Polizei gehen müssen, Aussage machen wollen und so weiter, begleiten wir. Und wir sehen auch, wie jetzt mittlerweile Polizeibeamten und Beamtinnen mit uns umgehen. Also ich weiß, das erste Mal, als ich da hinging mit einem türkischen Mann, die Polizeibeamten haben mich angeguckt und gesagt, ja, Sie dürfen jetzt nicht rein, also Sie bleiben draußen. Sie haben diesen Mann begleitet, aber bleiben Sie erst draußen. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich nicht mitkommen, begleiten? Nö, das ist ja eine Vernehmung, also keine andere. Sie sind kein Anwalt bei uns. Gut, wie wir das gelöst haben, ist eine andere Sache. Aber heute sagen sie gar nicht, das überhaupt nicht. Sondern wir dürfen reingehen, das ist so selbstverständlich. Und mit uns reden sie auch. Und ich persönlich rede auch ständig dazwischen und sage Polizeibeamten und Beamtinnen, dass sie vielleicht so die Frage anders stellen können und so nicht und so weiter und so fort. Und sie sind gar nicht sauer oder irgendwie böse. Also das ist, sind die Unterschiede. Ich glaube, in manchen Bundesländern wird das ein bisschen anders sein. Aber ich glaube nicht, dass Bundespolizei sich anders verhält. Nur die Aufgabe der Bundespolizei ist so anders als die Landespolizeien, dass die, dass wir Bundespolizeibeamtinnen und Beamten nur im Zug erleben. Also was wir in der Zeitung lesen, ist nur im Zug. Ja, dass sie im Zug jemanden kontrolliert haben, da kontrolliert. Aber hier in Berlin oder Landespolizeien auf der Straße. Also ich habe jetzt in Schleswig-Holstein hat ein Mann angerufen, der hat erzählt, der türkische Mann, der mit seiner Mutter, Vater und jüngere Bruder hingegangen ist und wie im Krankenhaus von Polizeibeamten zusammengeschlagen wurden, alle.
Mutter, Vater und ihm und der Bruder alle, glaube ich, das ist, Bundespolizei kommt nicht in so einer Situation, sowas zu veranstalten. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, bietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz denn in der Theorie eine Basis, auf der mal ein Gericht auch entscheiden könnte, dass es rechtswidrig ist, Racial Profiling? Oder also gibt es auch nicht mal in der Theorie eben diese Möglichkeit, dass quasi die Judikative mal gegen die Exekutive vorgeht und sagt, das zumindest in der Theorie eben als eine Straftat quasi mal entscheiden könnte, auch wenn es bisher nicht passiert ist? Nein, das kann gar nicht, weil allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ja vielleicht die anwesende Juristin kann viel besser erklären, aber das, ich glaube, das ist eher auf zivilrechtlichen Bereich und strafrechtlich sowieso nicht. Und viele Behörden sind auch ausgenommen. Schule zum Beispiel ist gar nicht in diesem ganzen Paket drin. Ja? Wenn sie, wenn die Lehrer, Lehrerinnen, Menschen, also Schüler, Schülerinnen diskriminieren, dann wird das von diesem Gesetz gar nicht angefasst. Ja. Ja. Also allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland nach so vielen Jahren, also nachdem die EU diese Richtlinie rausgegeben hat, hat es sehr, sehr lange gedauert, bis Deutschland überhaupt ein Gesetz in dieser Richtung formuliert hatte. Und anstatt zu Antidiskriminierungsgesetz, nennen sie das allgemeine Gleichbehandlung. Und das alles zeigt schon klar, dass es so nicht gewollt war. Und ich glaube, das war auch nur, weil sie sozusagen gefesselt zum Tisch gebracht wurden, zu unterschreiben. Deswegen, sonst hätten sie nicht gemacht. Aber dein Vorgehen jetzt juristisch zeigt schon irgendwie, dass du eine Hoffnung hast, dass da was geht? Oder ist es quasi eher symbolisch zu sehen? Beides. Also Hoffnung habe ich immer, weil sonst würde ich nicht arbeiten. Und daher Hoffnung habe ich immer, dass die Hoffnung und Mission, ich will die Gesellschaft ändern. Ich will Deutschland zur modernen Gesellschaft machen. Das ist meine Mission. Und ich will auch tatsächlich, und ich will auch, dass es auch so Rassismus also verstanden wird und so weiter. Das ist die Hoffnung. Auf der anderen Seite bin ich auch Realist. Ich weiß, dass es so nicht stattfinden wird. Was vielleicht sein kann durch die Gerichtsbarkeit ist, dass ein kleiner Teil des Gesetzes in Deutschland dann europarechtswidrig erklärt wird. Und trotzdem bleibt der Polizeigesetz, bleibt das Polizeigesetz. Und so wie wir ständig sehen, was sagt der bayerische Ministerpräsident, wenn Verfassungsgericht Betreuungsgeld abschaffen will, also dagegen urteilt, dann machen wir ein neues Gesetz. Wenn Kopftuch erlaubt wird vom Verfassungsgericht, dann machen wir ein neues Gesetz, damit Kopftuch wieder verboten wird, so ungefähr. Und das machen sie ständig. Ich glaube, das dauert. Wir haben doch in Großbritannien als Beispiel, wie in der 90er Jahre so große Bewegungen und dann 2000 war große Veränderungen etc. etc. auch wegen dieser traurige Geschichte mit Mord von Stephen Lawrence und dann große Bewegung, einige Veränderungen und dann sind die nach und nach nehmen sie alles wieder zurück. Ja. Alles machen sie rückgängig. Hier wird es auch sein, nur erstmal würde ich mich freuen, wenn auch eine kleine Änderung gibt hier. Vielleicht auch nochmal zu Britannien, vielleicht diese. Die Polizei ist ja eine Behörde, die
ihr eigenes Fehlverhalten selbst erforschen muss, eigentlich, was ja absurd ist. Hm. Und in Britannien hat es eine Initiative gegeben, eine externe Monitoring oder Evaluation oder wie auch immer das dann genannt wird, einzuführen. Das heißt, dass Leute, die nicht Polizei sind, Polizeipraxis beurteilen dürfen. Ja. Meiner Wahrnehmung nach war das tatsächlich einem gesellschaftlichen Druck geschuldet, ja, dass das so entstanden ist. Den gleichen Druck sehe ich in Deutschland nicht, sehe eigentlich in Deutschland gar keinen Druck, nee, in der Hinsicht, dass, nein, Polizei von außen beurteilt werden darf. Ja. Woran liegt das? Es liegt an uns. Das heißt, wir haben bis jetzt nicht geschafft, in der Gesellschaft so viel Druck auszuüben. Ich muss auch sagen, es gibt eine Kontroverse zu dieser Frage, die Gesellschaft radikal kritisieren, tatsächlich von, also Fundament der Gesellschaft kritisieren und angreifen, die, also ein Großteil von diesen Menschen sagen, was bringt uns eine, das, was du jetzt gerade sagst, ist in Großbritannien so eine Art Beschwerdestelle. Beschwerde- und Überprüfungsstelle. Und die sagen, wenn der Staat so ist, kapitalistisch, bleibt rassistisch, also entweder schaffen wir den Staat ab und dann brauchen wir gar nicht über all diese Kleinigkeiten zu denken, wird von alleine erledigt. Und dann gibt es eine Gruppe, die immer so ein bisschen hin und her, ja, Gesellschaft, also es gibt so viele tolle Sachen, also, wir wollen so nicht Fundamentalkritik ausüben. Also, die sagen, ja, wir sollen so eine Stelle haben, Beschwerdestelle. Und Beschwerdestelle wird vielleicht mehr was Positives wirken. Und das ist, dieses Dilemma hatte Deutschland sehr lange. Das, was ich selbst erlebt habe, ist sehr lange existierte. Mittlerweile gibt es auch, ja, schon auch sehr viele, die sagen, auch die, die Fundamentalkritik üben, die sagen, naja, eine Stufe wird gerichtet dadurch, damit man, bevor man die kapitalistische System ganz komplett abgeschafft hat, vielleicht eine Erleichterung dadurch hat man geschaffen und so. Daher ist das vielleicht sinnvoll. Und deswegen glaube ich in Deutschland immer noch keine so richtig große Bewegung gibt. In Großbritannien ist ja nicht nur aus der Bewegung gekommen, das, sondern auch von Parlament und von der Wissenschaft gab es schon sehr, sehr viel Forderung, dass sie so eine Beschwerdestelle einrichten sollen. Und das, was in Deutschland in kleinster Form in Hamburg gegeben hat, in ganz kleiner Form, ist ja kurz nachdem die Regierung geändert hat, sofort abgeschafft. Ja. Daher denke ich, es wird lange dauern, aber ich bin ein Befürworter von solchen Beschwerdestellen. Ja. Gibt es noch Fragen? Dann vielen, vielen Dank, Biblipp, für den Vortrag. Bitte. Und für deine Geduld und die Antworten. Und dann wähle ich nochmal die Einladung an euch alle um 20 Uhr zu den Asyldialogen und bedanke mich, dass ihr da wart. Ich danke.